Die Gymnastik. Gestern haben wir einen Gymnastiklehrer gekriegt. Ich heiße Herr Schöffler, hat er zu uns gesagt. Und ihr? Wir nicht, hat Fabian gerufen, und da haben wir alle lachen müssen. Ich war am Strand mit den anderen Freunden aus dem Hotel. Fred, Fruchthäuser, Kappe. Bei denen piept's. Wilhelm, Fabian und Bremer. Zur Gymnastikstunde kommen auch noch eine Menge andere Typen. Aber die sind vom Strandhotel und dem Hotel zur Brandung. Und wir vom Strandblick. Wir können die anderen nicht leiden. Als wir aufgehört haben zu lachen, hat der Gymnastiklehrer die Arme vor der Brust gekreuzt. Und man hat gesehen, was er für Muskeln am Oberarm hat. Wollt ihr auch so starke Muskeln haben wie ich, hat der Gymnastiklehrer gefragt. Klar, hat Friedhelm gerufen. Ich finde sowas nicht besonders gut, hat Fruchthäuser gesagt. Und Bremer hat gemeint, na ja, mal sehen, warum nicht. Er hätte auch ganz gern solche Pakete an den Arm, denn dann könnte er die anderen in der Schule besser vertrimmen. Der Bremer fällt mir auf den Wecker. Immer muss er angeben. Der Gymnastiklehrer hat gesagt, gut, wenn ihr schön brav seid und diesen Gymnastikkurs mitmacht, dann habt ihr im September, wenn die Schule wieder anfängt, auch so starke Muskeln. Dann hat der Gymnastiklehrer gesagt, wir sollen uns in einer Reihe aufstellen. Und Bremer hat zu mir gesagt, wetten, dass du nicht so hoch in die Luft springen kannst wie ich. Und er ist gesprungen. Ich habe lachen müssen, denn ich bin ganz gut im Hochsprung. Und ich habe es ihm gezeigt. Kann ich auch, hat Fabian gerufen. Aber das war nicht viel. Fruchthäuser, der hat es ganz gut gemacht. Jedenfalls besser als Fred. Wir haben alle unsere Luftsprünge gemacht, überall. Aber auf einmal hat einer ganz laut auf seiner Trillerpfeife gepfiffen. Hört ihr endlich auf, hat der Gymnastiklehrer geschrien. Ich habe gesagt, ihr sollt euch aufstellen. Ihr könnt noch den ganzen Tag lang den Clown spielen. Wir haben uns aufgestellt, damit es keine Geschichten gibt. Und der Gymnastiklehrer hat uns gesagt, was wir machen müssen, damit wir überall ganz toll starke Muskeln kriegen. Er hat die Arme hochgestreckt und wieder runter und wieder hoch. Und einer von den Typen vom Strandhotel hat zu uns gesagt, euer Hotel ist der letzte Dreck. Das ist nicht wahr, hat Friedhelm gerufen. Unser Hotel ist klasse, euer Hotel ist mies. In unserem Hotel, hat der Typ vom Strandhotel gesagt, gibt es jeden Abend Schokoladeneis. Pö, hat einer vom Hotel zur Brandung gerufen. Das kriegen wir schon mittags und donnerstags gibt's es Omelette-Konfitüre. Mein Vater, hat Bremer gesagt, der bestellt immer etwas außer der Reihe und der Geschäftsführer gibt ihm alles, was er will. Lügner, das ist gar nicht wahr, hat einer von den Typen vom Hotel zur Brandung gesagt. Seid ihr bald fertig mit eurer Unterhaltung, hat der Gymnastiklehrer gerufen. Er hat nicht mehr mit den Armen herumgefuchtelt, sondern hat sie vor der Brust gekreuzt. Aber mit seinen Nasenflügeln hat er ganz komisch gewackelt. Also ich glaub nicht, dass man davon starke Muskeln kriegt. Der Gymnastiklehrer hat sich mit der Hand das Gesicht abgewischt und hat gesagt, das mit den Armübungen kommt später und vielleicht fangen wir stattdessen mit einem Spiel an. Der ist komisch, der Gymnastiklehrer. Zuerst machen wir einen Wettlauf, hat er gesagt. Stellt euch in einer Reihe auf, macht schon. Ihr startet bei Pfiff. Wer zuerst dort hinten bei dem Sonnenschirm ankommt, der ist Sieger. Fertig? Und der Gymnastiklehrer hat mit der Trillerpfeife gepfiffen. Der Einzige, der losgerannt ist, ist Kappe gewesen. Nämlich wir anderen haben die Muscheln sehen wollen, die Fabian am Strand gefunden hat. Und Bremer hat gesagt, er hat eine viel größere gefunden, vor ein paar Tagen. Und er hat sie seinem Vater geschenkt. Und der hat sich einen Aschenbecher daraus gemacht. Da hat der Gymnastiklehrer seine Trillerpfeife in den Sand geschmissen und hat mit den Füßen drauf rumgetrampelt. Das letzte Mal, dass ich jemanden so wütend gesehen habe, das war in der Schule, als Adalbert, der ist der Beste in unserer Klasse und der Liebling unserer Lehrerin, als Adalbert seine Rechenarbeit wiedergekriegt hat und das war nur ein Zweier. Wollt ihr euch endlich einschließen zu tun, was ich sage, hat der Gymnastiklehrer gebrüllt. Sicher, hat Fabian gesagt.
Wir wollen ja mitlaufen bei ihrem Wettlauf, aber so eilig ist das schließlich auch nicht. Der Gymnastiklehrer hat die Augen zugekniffen und die Fäuste geballt. Dann hat er den Kopf in den Nacken gelegt und ganz toll mit den Nasenflügeln gezittert. Danach hat er uns wieder angeschaut und hat ganz langsam und ganz leise gesprochen. Gut, hat er gesagt. Wir fangen noch einmal von vorn an. Alles fertig zum Start. Nein, hat Kappe gerufen. Das ist ungerecht. Ich habe gewonnen. Ich war zuerst am Sonnenschirm. Das ist ungerecht. Ich sag es meinem Papa. Da hat er angefangen zu heulen und hat mit den Füßen im Sand gestampft. Und dann hat er gesagt, wenn es so ist, dann haut er ab. Und er ist gegangen und hat ganz laut geheult. Ich glaube, es war gut, dass er abgehauen ist, denn der Gymnastiklehrer hat ihn genauso angeschaut wie Papa das Hühnerragout, das der Kellner ihm gestern Abend im Hotel serviert hat. Kinder, hat der Gymnastiklehrer gesagt, Freunde, meine lieben Kleinen, ich würde euch mal was sagen, wer jetzt nicht tut, was ich sage, dem haue ich eine rein, dass er lange Zeit daran denken wird. Das dürfen sie ja gar nicht, hat einer gerufen. Nur mein Papa und meine Mama und mein Onkel Toni und meine Tante Josefa, die dürfen mich hauen. Wer hat das gesagt, hat der Gymnastiklehrer gefragt. Der da, hat Fabian gesagt. Und er hat einen von den Typen vom Strandhotel angezeigt. So ein Klein. Das ist nicht wahr, du dreckiger Lügner, hat der Kleine gerufen. Und Fabian hat ihm Sand ins Gesicht geworfen. Aber der Kleine hat ihn ganz schnell eins verpasst. Ich glaube, der Kleine muss schon mal Gymnastik gemacht haben. Und Fabian war so erstaunt, dass er vergessen hat zu heulen. Dann haben wir alle angefangen, uns zu hauen. Aber die vom Hotel zur Brandung und die vom Strandhotel, das sind Verräter. Als wir aufgehört haben, uns zu hauen, haben wir gesehen, dass der Gymnastiklehrer im Sand sitzt. Er ist aufgestanden und hat gesagt, gut, jetzt machen wir das nächste Spiel. Alle aufstellen. Richtung Meer. Wenn ich das Zeichen gebe, rennt ihr alle ins Meer. Fertig? Los! Das hat uns gut gefallen, denn das Beste am Strand ist das Meer und der Sand. Wir sind alle ganz schnell ins Wasser gerannt und das Wasser war prima. Wir haben uns gegenseitig nass gespritzt. Wir sind mit den Wellen hochgesprungen und Bremer hat geschrien, seht mal, ich kann kraulen. Wie wir uns umgedreht haben, haben wir gesehen, dass der Gymnastiklehrer nicht mehr da war. Dafür ist heute auf einmal ein neuer Gymnastiklehrer da gewesen. Ich heiße Julius Meyer, hat er gesagt. Und ihr? Minigolf. Heute haben wir uns verabredet, wir gehen zum Minigolf. Der Minigolfplatz ist neben dem Laden, wo man Andenken kaufen kann. Minigolf ist unheimlich prima. Ich werde es euch erklären. Es gibt in ganzen 18 Löcher. Und man kriegt Bälle und Schläge und man muss die Bälle mit möglichst wenig Schlägen in die Löcher reinpfeifen. Um zu den Löchern zu kommen, muss man durch Burgen, Flüsse und Zickzackkurven durchspielen und über Hügel und Stufen. Toll! Nur das erste Loch, das ist ganz leicht. Schade, dass der Mann vom Minigolf uns nur spielen lässt, wenn wir in Bekleidung eines Erwachsenen sind. Naja, darum haben wir meine Freunde aus dem Hotel Fred Fruchthäuser Kappe, der Spinner Friedhelm, Fabian Bremer, meinen Papa gefragt, ob er mit uns Minigolf spielen geht. Nein, hat Papa gesagt. Er hat am Strand gesessen und Zeitung gelesen. Los, kommen Sie doch, seien Sie nett. Nur einmal, hat Fred gesagt. Na los, los, haben die anderen gerufen. Ich habe angefangen zu weinen und ich habe gesagt, wenn ich nicht Minigolf spielen darf, dann steige ich in ein Tretboot und fahre ganz weit übers Meer und komme niemals wieder. Das kannst du nicht, hat der Kappe gesagt. Der ist ja bescheuert. Ein Tretboot mieten kannst du auch nur in Bekleidung eines Erwachsenen. Pöh, hat Bremer gesagt. Der fällt mir auf den Wecker, weil er immer angeben muss. Ich brauche kein Petelo, nämlich ich kann kraulen. Wir alle standen um Papa herum und haben gestritten. Und auf einmal hat Papa seine Zeitung in Fetzen zerrissen und in den Sand geworfen, hat gesagt, gut, in Ordnung, ich nehme euch mit zum Minigolf. Mein Papa, das ist der beste Papa der Welt. Ich habe es ihm gesagt und ihm einen Kuss gegeben. Der Mann vom Minigolf ist nicht besonders
begeistert gewesen, als er uns gesehen hat, und zuerst wollte er uns nicht spielen lassen. Wir haben alle gerufen, los doch, los doch, und der Mann vom Minigolf ist einverstanden gewesen, aber Papa muss die Aufsicht übernehmen. Wir sind alle an den Anfang gelaufen, wo man ins erste Loch spielen muss. Das ist leicht, und Papa, der bei allen Sachen so gut Bescheid weiß, hat uns gezeigt, wie man den Schläger hält. Ich weiß schon, hat Bremer gesagt. Er hat gleich anfangen wollen zu spielen. Aber Fabian hat gefragt, wieso bist du der Erste? Man muss auch der alphabetischen Liste vorgehen wie in der Schule, wenn die Lehrerin uns prüft, hat Fred gesagt. Aber ich war nicht einverstanden, nämlich mein Name, der kommt erst ganz hinten im Alphabet. In der Schule ist das praktisch. Aber beim Minigolf ist das ganz ungerecht. Dann ist der Mann vom Minigolf gekommen und hat Papa gesagt, wir müssen mit Spielen anfangen. Es sind noch andere Gäste da und warten darauf, dass sie Minigolf spielen können. Kappe wird anfangen, hat Papa gesagt. Er ist der Vernünftigste und Kappe ist nach vorn gekommen. Er hat den Schläger ganz toll gegen den Ball geschlagen. Der Ball ist in die Luft geflogen, über den Drahtzaun gegen ein Auto, das auf der Straße stand. Kappe hat angefangen zu weinen und Papa hat den Ball geholt. Es hat aber etwas gedauert, bis Papa wiedergekommen ist, nämlich in dem Auto saß ein Herr und der Herr ist aus dem Auto ausgestiegen und hat mit Papa geredet. Er hat mit den Händen herumgefuchtelt und eine Menge Leute sind gekommen, haben zugeschaut und sie haben gelacht. Wir wollten eigentlich weiterspielen, aber Kappe saß auf dem ersten Loch und hat geweint, hat gesagt, er steht nicht eher auf, bis er den Ball wieder hat und wir sind alle ganz gemein. Und dann ist Papa mit dem Ball wiedergekommen und er hat kein besonders fröhliches Gesicht gemacht. Nun versuch's mal ein bisschen aufzupassen, hat Papa gesagt. Okay, hat Kappe gesagt, geben Sie mir den Ball. Aber Papa hat ihm den Ball nicht geben wollen. Er hat zu Kappe gesagt, das reicht, du spielst ein andermal weiter. Das hat Kappe aber gar nicht gefallen. Er hat um sich getreten und hat geschrien. Er wird von uns benachteiligt und wenn das so ist, geht er seinen Papa holen. Und er ist los. Gut, dann bin ich dran, hat Friedhelm gesagt. Oh nein, Verehrtester, hat Fruchthäuser gesagt. Ich werde jetzt spielen. Da hat Friedhelm den Fruchthäuser eins mit dem Schläger auf den Kopf gegeben und Fruchthäuser hat Friedhelm eine Ohrfeige gehauen. Und dann kam der Mann vom Minigolf angerannt. Hören Sie mal, hat der Mann vom Minigolf gerufen. Er hat Papa gemeint. Verschwinden Sie endlich mit Ihren Kindern. Da drüben stehen eine Menge Kunden. Die wollen spielen. Seien Sie mal etwas höflicher, hat Papa gesagt. Die Kinder haben für das Spiel bezahlt. Und da werden Sie wohl auch spielen dürfen. Bravo, hat Fabian zu Papa gesagt. Geben Sie es ihm. Und meine Freunde waren alle für Papa, außer Fruchthäuser und Friedhelm. Aber die waren ja beschäftigt, weil sie sich verhauen haben. Mit Ohrfeigen und mit dem Schläger. Ach nee. Ist das so, hat der Mann vom Minigolf gesagt. Und wenn ich die Polizei rufe? Ab bitte, hat Papa gesagt. Dann werden wir ja sehen, wer das Recht bekommt. Da hat der Mann vom Minigolf den Polizisten gerufen, der auf der Straße stand. Ludwig, hat der Mann vom Minigolf gerufen und der Polizist ist gekommen. Was ist denn, Ewald? Hat der den Mann vom Minigolf gefragt. Was ist, hat der Mann vom Minigolf geantwortet, dieses Individuum hindert die anderen Leute am Spielen. Jawohl, hat ein Herr gerufen, jetzt warten wir hier schon eine halbe Stunde und haben noch nicht einmal das erste Loch gemacht. Haben Sie in Ihrem Alter denn nichts Besseres zu tun, hat Papa gefragt. Genau, hat der Mann vom Minigolf dazwischen gerufen. Wenn Sie kein Interesse an Minigolf haben, dann verderben Sie wenigstens nicht den anderen den Spaß. Außerdem, hat der Polizist gesagt, hat sich eben ein Herr bei mir beschwert, weil ein Minigolfball die Karosserie seines Wagens getroffen hat. Was ist denn nun? Können wir jetzt endlich das erste Loch machen oder nicht? Hat der Herr gefragt, der gewartet hat. Dem Moment ist Kappe mit seinem Papa dazugekommen. Der ist es, der da, hat Kappe zu seinem Papa gesagt. Und er hat auf meinen Papa gezeigt. So, hat Kappes Papa gesagt. Es scheint, Sie wollen meinen Sohn daran hindern, mit seinen kleinen Kameraden zu spielen
Und da hat Papa angefangen zu schreien und der Mann vom Minigolfplatz hat auch geschrien und der Polizist mit der Trillerpfeife dazwischen gepfiffen. Schließlich hat Papa uns weggeführt vom Minigolfplatz. Und Bremer war nicht einverstanden, nämlich hat gesagt, als Kleiner hingeschaut hat, hat er das erste Loch gemacht. Mit einem Schlag, aber das ist bestimmt nicht wahr. Weil wir beim Minigolf so viel Spaß gehabt haben, haben wir uns verabredet, wir gehen morgen gleich wieder hin und machen das zweite Loch. Ich weiß nicht, ob Papa damit einverstanden ist und mit uns hingeht.